Game-Genie-Bildspieler, in Patch 4.8 wurde eine Sphäre abgeändert, was dafür gesorgt hat, dass sie nun die schnellste Sphäre in Genshin Impact ist. Schnellste Sphäre bedeutet, dass ihr die Sphäre in ganz kurzer Zeit erledigen könnt, Artefakte daraus bekommen könnt und auch gleichzeitig eure Dailies kürzen könnt. Falls ihr euch fragt, wie ihr Dailies damit kürzen könnt, seit Patch 4.8 können wir ja Punkte sammeln und diese Punkte könnt ihr einsetzen, um Dailies zu kürzen. Wie verwende ich die Punkte? Ich verbrauche Harz und wenn man sich beeilen muss, zum Beispiel an einem Tag, man kommt online, man hat 5 Minuten Zeit, die Dailies zu erledigen, seinen Harz zu verbrauchen, geht man in die Sphäre, haut den Boss ein paar Mal um, ja, es ist nämlich nur noch ein einziger Boss, den haut man um, verbraucht seine Harzsteine, erstellt neue, geht zu Catherine, sagt Adasta, Abyssos und ist wieder offline. Die Sphäre, von der ich spreche, ist klares Wasser und felsige Höhle. Das ist die Sphäre, in der es früher 3 Magier gab, einen Pyro, einen Kryo und einen Hydro, denke ich. Diese musste man in eine Ecke bringen und hat einen Animo-Charakter verwendet, wenn man dann hatte, um die Schilder zu zerstören. Wenn man früher Neuling war, hatte man vielleicht keinen Animo-Charakter aus dem Traveler. Viele haben ihn nicht gebaut, also hat man sich schwer getan. Für mich war die Sphäre damals auch ziemlich schwer, heute ist sie aber auch für Anfänger ziemlich einfach. Der Geo-Bonus von 75% ist geblieben, das heißt, wenn ihr einen Geo-Charakter habt, habt den Vorteil, ihr macht 75% mehr Schaden. Was auch zum Beispiel gut für Neulinge ist, da sie meiner Empfehlung nach John Lee haben sollten und dieser macht dann 75% mehr Schaden. Ich habe in dem Kampf jetzt zwar keine Geo-Charaktere dabei, aber es geht hier nur darum, dass ich euch den Kampf zeige. Ich schaffe ihn in wenigen Sekunden. Wenn ihr den jetzt in einem, keine Ahnung, einer Minute schafft, ist es ja schon gewonnene Zeit. Ihr habt euer Harz verbraucht, eure Dailies erledigt und seid in vielleicht 5 Minuten offline, wenn ihr euch einmal beeilen müsst. Selbst wenn die Artefakte ja nicht gut sein sollten, wir können ja Artefakte umwandeln. Das heißt, ihr könnt ja andere Artefakte oder die gleichen versuchen nochmal zu stellen. Ja, ihr verbraucht 3 Artefakte für ein Artefakt, aber immerhin spart ihr euch damit ein bisschen Harz. Die beiden Artefaktsets, die ihr in der Sphäre bekommen könnt, sind zum einen das alte Hofritual. Das alte Hofritual erhöht den Schaden von Spezialfähigkeiten, also euren Ultis, um 20% für alle Charaktere im Team. Das ab 2 Setteilen und ab 4 Setteilen ist es so, wenn ein Charakter eine Spezialfähigkeit benutzt, wird für 12 Sekunden der Angriff aller Charaktere um 20% erhöht. Das ist zwar nicht stapelbar, aber trotzdem nützlich. Das zweite Artefaktset ist Blutiger Weg eines Ritters. Dieses erhöht bei 2 Setteilen den verursachten physischen Schaden um 25% für den Charakter, der das Set trägt. Und bei 4 Teilen verbraucht beim Besiegen von Gegnern 10 Sekunden lang bei der Anwendung von heftigen Schlägen keine Ausdauer mehr und der Schaden von heftigen Schlägen wird um 50% erhöht. Das wäre zum Beispiel für Ito ganz nett. Gibt auch andere Sets, aber ja. 2-Set-Bonus hilft aber zum Beispiel Euler ganz gut. 25% mehr physischen Schaden ist sehr gut für sie und auch für Razor. Das war's erstmal. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.